Hallo ihr Lieben, willkommen wieder bei Didi lebt und heute geht es wieder nach Tschechien in die böhmische Schweiz und wir schauen uns heute die Wilhelminenwand an und den Rudolfstein. Hier am Parkplatz angekommen, beginnen wir unsere Tour in Richtung Wilhelminenwand. Und das Tagesticket hier auf dem Parkplatz kostet 150 Kronen, was ungefähr 6 Euro entspricht. Geparkt haben wir hier auf dem Touristenparkplatz, sind dann direkt weiter hoch gegangen am Marienfelsen vorbei. Den kann man natürlich auch noch mit anschauen. Und dann ging es als erstes zur Wilhelminenwand. Dort haben wir Pause gemacht. Anschließend ging es weiter diesen schönen Kammweg hier entlang bis hinter zum Rudolfstein mit einer 360 Grad Aussicht und anschließend ging es diesen Weg hier wieder zum Parkplatz zurück. So, ein kleines Wort zum Sonntag mit schöner Aussicht. Ein herrlicher Blick hier nach Westen. Oh. Oh. Was ist? Das wackelt. Na. Mach mich nicht verrückt. Der Stein wackelt. Hier hinten geht's ab. Ey, der ist wirklich locker. Ja, Wahnsinn. Doch, was ist hier unten? Was hast denn du? Hat er noch seine Tupperdose vergessen? Ey, das ist ein Cash. Das gibt's doch nicht, Ingo. Du hast einen Cash gefunden auf der Karte. Der Ingo findet einen Cash. Du findest schon ohne Suchen solche deine Geocaching-Sachen. Ich bin ja aber baff. Auf der Karte gibt es ja keinen. Aber das ist bestimmt das Feine von einem Multicache. Zum Geocaching mache ich nochmal ein extra Video. Für alle die, die das nicht wissen, was das ist. Mal gucken mal rein. Nu? Das ist das Feine. Das darf ich ja gar nicht sagen. Für alle, die hier auch Cacher sind. Die wissen ja dann, wo es ist. Ah, ihr wisst ja eh nicht, wo ich bin. Du wisst ja eh nicht, auf welchen Felsen ich sitze, also von daher kann ich das ruhig zeigen. Ja, super Ingo. Ja, du wirst. So mache ich das. Ich bilde dich noch aus als Lehrling. Intuitiv gefunden. Ja. Wir gehen dann gleich noch weiter zur schönen Wilhelminenwandaussicht, wo man schön Richtung Süden gucken kann. Aber wir essen noch ein bisschen weiter Nüsse. Oh? Ja, mach mal. Genau. So ihr Lieben, ich bin jetzt hier angelangt an dieser herrlichen Wilhelminenwand-Aussicht. Man blickt hier schön nach Südwest und die Wilhelminenwand
oder der Wilhelminenstein, wie auch immer, ist 439 Meter hoch und wurde nach Fürstin Wilhelmine Kinsky benannt, hier in Böhmen. Da drüben sehen wir übrigens noch den Marienfels. Da war ich schon gewesen. Verlinke ich hier oben bei meiner letzten Tschechien-Tour. Und natürlich hat man hier auch einen herrlichen Blick in den Rest der böhmischen Schweiz. Unter anderem hier hinten sieht man den Rosenberg und man kann auch hier hinter noch schön den Schneeberg sehen in Tschechien. Und ganz rechts sieht man natürlich auch noch den kleinen und großen Schirnstein. Wir gehen jetzt gleich weiter. Wir wollen nämlich noch auf den Rudolfstein. Keine Garantie mehr übernehmen. Eieiei. Alles kaputt nach der Wende. Ja, ihr Lieben, wir sind auf dem Weg da hoch zum Rudolfstein. Ja, da ist auch eine kleine Hütte drauf und ein schöner malerischer Weg führt hier hin, über den Bergkamm, ein Traum. Und zum Schluss wird es sicherlich noch mal ein paar Treppen geben, aber lassen wir uns mal überraschen. War Ingo? Ja, möglich. Na klar. Meter, die schaffen wir auch noch auf den Rudolfstein hinauf. Sehr abenteuerlich hier, bevor er zusammenkracht. Denn der Sandstein, der sieht auch nicht mehr so gut aus. Ja? Wir müssen aber ein bisschen was investieren. Ja. Ach, ist das herrlich. Solche schönen Wege, da geht doch das Wanderherz auf. Und die Aussicht. Oh. Traumhaft. Erreicht. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Abenteuerlich. Ach, die hat sogar eine Tür, die Bude hier. Ja? Ja.
Guck mal rein, ob jemand zu Hause ist. Guck mal, guck mal. Ja. Die ist offen. Hier kannst du auch die Fenster öffnen. So ist das. Wir machen nur das Fenster auf hier. Die Luft reinlassen. Ah. So ein schöner Fensterblick. Da lacht das Herz. Ha. Das Wetter ist gut hier auf der Seite. Einmal frei. Hier bleiben wir. Hier bleiben wir. Hier ist gut. Schöne Rundum-Aussicht. 360 Grad Blick. Oh, so ein kleiner Ort schon wieder hier. So, der Rudolfstein ist ein 484 Meter hoher Berg, der 1824 nach Rudolf Kinsky benannt wurde. Oh, traumhafte Aussicht, 360 Grad, was sagst du, Ingo? Ich bin platt. Du bist platt, wie immer? Ja, ihr Lieben, ihr seht das? Traumhaft, die Aussicht. Oh, so, ich habe mir erstmal aus dem Kühlschrank ein kühles Blondes geholt. Ah, oh, schäumt ein bisschen, aber naja, in der Höhe, da ist das so eine Sache, ne, mit dem Bier. Prost. Hm. Ah, unsere neue Ferienhütte hier oben. Ah, schöne Aussicht. Das ist der Wahnsinn hier. Ingo, dein Fazit? Wie immer, man denkt immer, es wird nicht besser, aber jedes Mal setzt der Martin noch einen drauf. Naja, also das ist ja alles nicht geplant, aber, nee, aber das ist halt so. Ne? Also es, wohin der Wind weht. Ja? Und ihr lieben Freunde, wenn euch meine Videos gefallen, dann gebt mir gern mal einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal, damit ihr solche Aussichten wie hier und solche schönen Kleinorte nicht verpasst. So ihr Lieben, die Zeit hier oben auf dem Rudolfstein ist abgelaufen. Wir haben unsere Hütte hier wieder abgeschlossen. Ah, Ingo, die ist noch nicht ganz abgeschlossen. Oh. Hausmeister Ingo muss noch mal ran hier. Hat es einen Riss gemacht hier. Ja, die steht noch auf halb acht. Nee, ist doch zu. Ach so, ja. Na ja. Ja, die ist schon so ein bisschen ab halb acht. Jedenfalls geht es jetzt wieder ins Tal hinab. Wir haben noch einiges vor. Wir wollen noch natürlich in die Gaststätte. Das Übliche wie immer. Knoblauchsuppe und so weiter. Gehen wir mal runter. Wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt, könnt ihr noch hier unten einschalten. Da seht ihr ein weiteres Video aus der Böhmischen Schweiz vom Schauenstein. Und hier oben habt ihr noch das letzte Video vom Marienfels. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder, wenn es heißt Didi lebt. Lasst gern ein Abo da. Ansonsten bis bald. Ciao.